Advent, das 15. Türchen. Menschen können Brücken sein, Brücken aus viel gutem Willen, die sich tapfer ganz im Stillen über einen Abgrund wagen. Gottes Engel wird sie tragen, niemand ist dafür zu klein. Gib dir einfach selbst den Stoß, eine Brücke sein zu wollen, wo einander Menschen grollen, muss dem Regenbogen gleichen, dass sie sich die Hände reichen. Niemand ist zu klein, zu groß. Seit gestern ist Natalie wütend auf Jojo. Randschmeißer nennt sie ihn und klebriger Schleicher, honigsüßer Mucker. Dass er Tante Adela um den Bart schleime, als ob die einen Bart hätte. Und dass sie so einen stinkfaulen Frieden nicht ertrage. Natalie hat viel Dampf und einen enormen Wortschatz, wenn sie erstmal richtig in Fahrt ist. Zuerst findet Jojo den Zorn der kleinen Schwester noch ulkig. Aber schließlich schafft sie es, ihm die hoffnungsvolle Stimmung auszutreiben. Natürlich bleibt die Aufregung zwischen den beiden Jüngsten auch Bernard nicht verborgen. Da wollte er vor ihrer Plaudersucht ins stille Kämmerchen flüchten, aber was hat er nun davon? Ständig hockt eins von den beiden auf seinem Bettende und klagt und schimpft. Und was Jojo nun ganz unsicher macht, ist die Tatsache, dass Bernard der kleinen Schwester ein bisschen Recht gibt. Ein kleines bisschen wenigstens, wie er sagt. Hier sind die beiden Streithähne. Man sieht sie, ne? Wenn nur endlich wieder Schnee fiele, dass man raus könnte zum Schlitten fahren. Aber leider schneit es nur spärlich. Da hat Bernard eine Idee. Nicht weit vom alten Sportplatz haben sich die Stockschützen herrlich glatte Asphaltbahnen angelegt. Da trainieren sie am Wochenende und abends unter der Flutlichtanlage. In der übrigen Zeit aber fahren die Kinder dort Skateboard. Ein Skateboard besitzen die drei Geschwister zwar nicht, aber sie kennen inzwischen genug Kinder, die ihnen bestimmt ab und zu ihres leihen. So ziehen Bernard, Jojo und Natalie am Nachmittag los. Unsichtbar und wie im Wettlauf folgen ihnen zwei, von denen der Dunkle sich heute ganz oben aufzufühlen scheint, während sein heller Gegenspieler besorgt reinschaut. Die einheimischen Kinder führen den ausländischen Anfängern gern ihre Rollerbrettkünste vor. Wie man sich auf einem solch schmalen Brett hält und bewegt, sich vorwärts und rückwärts rollen lässt, einen Sprung wagt. Lasst ihr uns auch mal, bittet Bernard. Gleich, ruft einer, aber zuerst müssen wir euch auch noch was vorführen. Lambada, müsst ihr uns auch was vorführen, tanzt uns Lambada vor. Bernard winkt ab, ohne Musik geht das nicht. Aber was denn, man kann ja bestimmte Melodien auf La 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 singen und im Rhythmus dazu klatschen. Sofort bilden die Kinder einen Kreis, fangen an zu singen und zu klatschen an. Da zappelt Natalie schon los. Sie zerrt Jojo in die Kreismitte und er beginnt auch schlangenhaft zu rucken und zu zucken. Das Singen und Klatschen schwillt an, Jojo und Natalie kommen richtig in Fahrt. Die anderen Kinder sind begeistert von der Vorführung. Sogar Bernard staunt, wie gut seine kleinen Geschwister Lambada tanzen können. Schließlich sind alle, Tänzer und Sänger und Klatscher, außer Atem und lassen sich lachend auf ihre Skateboards fallen. Die mit den größeren Rollerbrettern rücken ein wenig zur Seite, dass sich auch die Toleo-Kinder setzen können. Da fragt plötzlich ein Mädchen neugierig und ganz ohne böse Absicht, habt ihr das noch von euren richtigen Eltern gelernt? Na, von denen, die euch verkauft haben oder die euch einfach an der Straße ablegten? Schlagartig wird es still. Und in diese Stille erwidert Natalie, hört endlich auf, das Gequatsche von unserer Tante zu glauben. Die macht sich doch nur wichtig. Und außerdem will sie damit von ihrem schrecklichen Geheimnis ablenken. Jawohl. Hä? Fragt Bernard ungläubig. Doch Natalie ist jetzt nicht mehr zu bremsen. Tante Adela hält nämlich jemanden in ihrem Keller gefangen, erklärt sie so laut, dass es alle hören können. Was tut Tante Adela? Fragt Bernard fassungslos. Natalies Stimme wird noch lauter, noch schärfer. Sie hält im Keller einen gefangen. Die Kinder ringsum halten die Luft an. Bist du verrückt geworden, fährt Bernard seine kleine Schwester an. Hast du sie noch alle? Warum behauptest du sowas? Aber Natalie wiederholt stur.
Unsere Tante hält im Keller einen heimlich gefangen. Und zu essen kriegt er ganz wenig, dreimal in der Woche nur. Bernard springt auf. Die spinnt, beteuert er. Bei dem Lambada muss ihr das Gehirn verrutscht sein. Oder verstehst du das, Jojo? Jojo versteht sehr gut, warum Nathalie sich diesen üblen Scherz hat einfallen lassen. Er zuckt die Achseln und antwortet, sie will Tante Dela ihr Gequatsche heimzahlen. Aber sie lügt, brüllt Bernard ihn an. Sie lügt!